Albert Magister Gebauer unterstützt uns von der Stunde Null an, ausnehmend großzügig. Ich darf dich um ein paar Worte ersuchen. Ja. Mikrofon ist an. Herzlichen Dank für die sehr freundlichen Worte, Thomas. Ich fühle mich dir, aber auch den Inmitzer Gesprächen im Besonderen ebenso verbunden von der ersten Stunde weg und freue mich sehr, dass ich heute eine Grußbotschaft aus der Sicht der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft an Sie richten darf. Thomas hat schon gesagt, dass wir für rund 1 Million Wohnungen, die in Österreich errichtet wurden, verantwortlich sind. 1 Million Wohnungen, die im Schnitt 2 Euro günstiger vermietet werden, als in der gewerblichen Wohnungswirtschaft sie angeboten werden können. Ich sage das jetzt in aller Freundlichkeit, weil natürlich hier auch entsprechende Förderungsmittel der Stadt, der Städte, der Länder, des Bundes dahinter stehen. Aber natürlich hat diese Branche eine überaus große Bedeutung zur Versorgung der österreichischen Bevölkerung mit leistbarem Wohnraum. Und das ist gerade heute und unter den gegebenen Rahmenbedingungen eine Aufgabe, die immer herausfordernder wird. Wir haben auf der einen Seite ebenso mit steigenden Baukosten zu kämpfen. Wir haben auf der anderen Seite das Thema der Grundstücke, die wir eigentlich, sage ich jetzt einmal, für unsere Zwecke kaum mehr am Markt erwerben können, sondern wir müssen entweder auf eigene Grundstücksbevorratungen zurückgreifen oder eben auf Grundstücke, die von der öffentlichen Hand angeboten werden. Und wir haben es mit schwierigen Finanzierungskonditionen, zunehmend schwierigen Finanzierungskonditionen am Markt zu tun. Und was können wir tun? Wir versuchen zum Beispiel, was die Stabilisierung der Mieten betrifft, bisher wurden sie im Schnitt um den Verbraucherpreisindex angehoben, das nicht mehr in diesem Ausmaß zu tun, sondern unter dem Verbraucherpreisindex zu bleiben, um hier eine gewisse dämpfende Wirkung auch auszuüben. Ja, unsere Objekte werden überwiegend mit Objektförderungen errichtet, das heißt, es wird die Errichtung der Objekte gefördert, aber wir sehen hier auch die Notwendigkeit in Zukunft, die Subjektförderung entsprechend zu stärken, denn bis jetzt waren die Wohnkosten ein wesentlicher oder der wesentlichste Anteil, den die Menschen von ihrem Einkommen aufwenden mussten, um ihren Alltag zu bewältigen. Heute merken wir, dass es zunehmend die Energiekosten sein müssen und sein werden. Und auch die Frage der Energiearmut wird schon diskutiert. Und um die 15% der österreichischen Bevölkerung hat Sorge und ist auch tatsächlich davon betroffen, in Zukunft ihre Lebenserhaltungskosten nicht mehr im ausreichenden Ausmaß hier organisieren und bewerkstelligen und finanzieren zu können. Deswegen auch ein Vorschlag von meiner Seite, die Wohnbeihilfen, die Subjektförderungen entsprechend auszubauen, nicht mehr nur die Wohnkosten hier heranzuziehen, sondern auch die Energiekosten heranzuziehen, weil diese eben, wie gesagt, einen immer größeren Anteil auch der Wohnkosten, der gesamten sozusagen Kostenbelastung hier einnehmen. Aber wir sind hier bei den Ilmitzer Gesprächen, deswegen muss ich natürlich auch zu unseren Aktivitäten im Zusammenhang mit Sanierung und Neubau in Bezug auf die Ökologisierung und die Klimakrise zu sprechen kommen. Und da kann ich berichten, dass also die gemeinnützigen Bauvereinigungen in Österreich ihre Bestände bis zu den Baujahren 1980 fast durchgängig saniert haben. Das heißt also, alle Objekte, die älteres Baujahr als 1980 haben, die in unserem Bestand sind, sind saniert. Auf der einen Seite wärmegedämmt und auf der anderen Seite großteils dann auch mit entsprechenden Energieversorgungssystemen, Heizsystemen zentralisiert ausgestattet. Es ist auch so, dadurch, dass sich unsere Bestände überwiegend in städtischen Ballungsgebieten befinden und natürlich auch eine entsprechende Größe aufweisen, sind sie überwiegend zentral versorgt. Und von den 660.000 Wohnungen, die sich in unserem eigenen Besitz befinden, von den 1 Million Wohnungen, die wir insgesamt verwalten, können wir davon ausgehen, dass nur mehr rund 100.000, 115.000 Wohnungen mit fossilen Brennstoffen, überwiegend mit Gas versorgt sind. Und hier müssen wir ebenso wie eben auch die gewerbliche Immobilienwirtschaft ansetzen und hier Konzepte entwickeln. Da glaube ich aber auch sagen zu dürfen, dass unsere Branche in vielen Bereichen ein Vorreiter ist. Die Sozialbau AG zum Beispiel wird immer wieder erwähnt, wenn es um die Zentralisierung von Einzelwärmen geht. Also die größte Herausforderung sind ja Gas-Etagenheizungen. Da muss man erst so jetzt einmal die Einzelthermen sozusagen zusammenführen und wir werden darüber sicher noch etwas hören von Diplomingenieur Peter Holzer im Anschluss. Aber das ist eines dieser Beispiele. Und weiters bemühen wir uns im Neubau zur Gänze ohne fossile Brennstoffe auszukommen. Da gibt es jetzt eine Reihe von Projekten, auf die wir schon zurückblicken können. Ich habe ein eigenes Projekt eben, wo wir 300 Wohnungen im 14. Bezirk mit Energie aus Tiefensonden versorgen, wo wir mit Bauteilaktivierungen in der Decke
sowohl heizen mit einem Niedrigenergienetz, auch das ist sozusagen eine Frage der Zukunft. Wir werden nicht mehr die hohen Temperaturen benötigen oder werden nicht mehr nur mit hohen Temperaturen unsere Anlagen versorgen müssen, sondern werden auch mit niedrigeren Temperaturen auskommen müssen. Und dazu brauchen wir eben Bauteilaktivierungen, Fußbodenheizungen und Ähnliches. Und da gibt es auch eine ganze Reihe von Experimenten, die schon stattfinden und umgesetzten Projekten ebenso. Ein Gedanke noch, der glaube ich auch wesentlich ist. Wir haben das Thema, dass wir Warmwasser nützen, aber dieses warme Wasser dann in den Kanal ableiten und in Wirklichkeit die Energie verpufft. Und da muss man, glaube ich, in Zukunft ansetzen, sowohl auf der Objektebene, das heißt, es gibt jetzt schon Anlagen, wo man sagt, okay, das warme Wasser wird einmal gesammelt, das Abwasser wird gesammelt, weil von wo stammt es? Es kommt vom Duschen warmes Wasser, es kommt vom Wäschewaschen, vom Geschirrwaschen und so weiter. Und dann kann man sozusagen die Energie, die in diesem Abwasser drinnen steht, noch einmal nutzen und wieder verwenden, um eben das Wasser aufzubereiten für die einzelnen Wohnhausanlagen. Das passiert auch im großen Stil. Die Wiener Energie macht das bei den Kläranlagen jetzt auch, um die Fernwärme zu dekarbonisieren. Im Zusammenhang mit Plusenergiehäusern gibt es Erfahrungen und natürlich auch mit allen Formen der Photovoltaik- und Solarnutzung. Und schlussendlich jetzt noch zur Sanierung zurückzukommen. Ja, das wird so jetzt damit die schwierigste Aufgabe sein. Da stehen wir, wie ich schon gesagt habe, vor den größten Herausforderungen. Aber wir verstehen uns als Partner sowohl der Förderungsgeber, aber auch der Länder und des Bundes. Wir müssen aber auch darauf hinweisen, dass sich in unseren Objekten eben überwiegend Menschen befinden oder viele Menschen befinden, die eben was die finanzielle Leistbarkeit an ihre Grenzen geraten. Und ich habe das Gefühl, möchte ich jetzt einmal so vornehm zurückhaltend ausdrücken, dass bei den Förderungen im Moment auf die Mehrfamilienhäuser und hier im Besonderen auf jene Objekte, wo eben Menschen drinnen wohnen, die finanziell nicht so gut bestellt sind, dass hier zu wenig Rücksicht darauf genommen wird. Und wir brauchen eigentlich sozusagen in diesem Bereich noch zusätzliche Förderungen, um diese Umstellung auch entsprechend eben durchführen zu können. Ja, und abschließend freue ich mich natürlich, die nächsten 2 Tage hier sein zu dürfen, wieder viele hoffentlich neue und besondere Erkenntnisse wieder gewinnen zu können und bedanke mich für die Gelegenheit, Ihnen hier kurz unsere Branche vorstellen zu dürfen. Dankeschön. Applaus